Herzlich willkommen bei Girls and Games.de. Ich bin Miri und zeige euch heute das Spiel des Tages, Früchte-Smoothies. Und ich habe das Spiel bereits gestartet und hier ist ein gut gefüllter Kühlschrank. Und hier unten sehe ich die Leiste mit den unterschiedlichen Zutaten, die ich jetzt für mein Früchte-Smoothie zusammensuchen muss. Und dann schaue ich doch mal, was es hier so gibt. Einmal Orangen, dann noch rote Äpfel. Bananen dürfen natürlich auch nicht fehlen, damit das Ganze schön süß wird. Grüne Äpfel natürlich, rote und grüne Äpfel, muss ja beides rein. Eiswürfel, damit er natürlich schön kalt ist. Und was ist das? Ein haltbarer, fertiger Smoothie. Wahrscheinlich zum Verdünnen. Honig zum Süßen. Milch. Ein frischer Saft und noch ein Joghurt. So, jetzt habe ich meine Zutaten zusammengesucht und schau mal, was mich hier erwartet. Okay, der Finger da oben zeigt auf das Messer, also werde ich mal das Messer nehmen. Und jetzt soll ich wahrscheinlich hier den roten Apfel schneiden, genau. Und schön in Apfelschnitze. Oh, jetzt kommt der nächste Apfel. So. Da muss man wahrscheinlich sehr viel schneiden hier in diesem Spiel. Weil das muss ja alles klein für den Mixer gemacht werden. So, jetzt habe ich drei rote Äpfel geschnitten. Jetzt kommen die grünen Äpfel dran. Müssen natürlich auch geviertelt werden. Weil ich kann ja nicht einen ganzen Apfel in den Mixer schmeißen. Das wäre nicht so ideal. Ich glaube, dann geht auch der Mixer kaputt. Das würde ich euch nicht empfehlen, falls ihr auch vielleicht mal den Smoothie hier nachmachen möchtet. Also im Real Life, nicht nur virtuell, sondern vielleicht auch mal so. Dann müsst ihr das natürlich auch alles klein schneiden davor. So, natürlich würdet ihr vielleicht noch die Schale entfernen. Die ist ja nicht so gesund. Das sollte man nicht unbedingt mitessen. Genauso wie bei den Äpfeln die Kerne. Und ja, jetzt habe ich die roten, die grünen Äpfel geschnitten. Und jetzt eben noch... Die Banane fehlt jetzt noch, genau. So, komm schon. Viel Schnibbelarbeit, sag ich nur. So, alles schön in gleichmäßige Scheiben schneiden. Ich komme mir gerade vor wie in einer Kochshow. Also, man nehme die Banane... Schäle sie zuerst. Genau, hier. Danach in gleichmäßige Stücke schneiden. Lieber etwas Zeit dafür lassen, damit sie auch gleichmäßig werden. Obwohl es ja eigentlich egal ist, weil sie dann sowieso in den Mixer kommen. So, komm schon. Die Banane will gerade irgendwie nicht. So, jetzt. Und das wird auch die letzte. Genau, drei Bananen noch hinzu. Und die Orangen habe ich ja bereits auch schon geschnitten. So, hier liegt alles, was ich eben recht geschnibbelt habe. Und jetzt ist das hier wahrscheinlich ein Mixer. Dann muss ich den Deckel abnehmen. Dann die... Ach so, das muss ich hier. Die roten Äpfel hinzugeben. Dann die grünen. Und dann die Orangen, damit das Ganze schön sommerlich wird. Und Bananen. Dann noch ein frischer Saft, damit es nicht so fest ist alles. Und den Deckel drauf. So, jetzt mache ich mal den Mixer an. Fertig gemixt. Wieder ausschalten, natürlich nicht vergessen. Kostet ja auch alles Strom. Und jetzt kommt hier etwas zum Süßen ein wenig. Honig rein. Natürlich den Deckel auch erst abmachen, weil wenn der Deckel drauf ist, ist es schwer, mit den Honig in den Mixer zu bekommen. Eiswürfel für die Kälte. Haltbarer Smoothie, fertiger. Und natürlich noch Milch. Und jetzt genau noch der Joghurt. So, jetzt wieder Deckel drauf und Mixer anschalten. Kurzen Moment warten. Ausschalten und zack. Mal schauen, was jetzt kommt, weil jetzt ist eigentlich mein Smoothie ja schon so gut wie fertig gemixt. Ah, jetzt natürlich noch in ein Glas, weil man kann ihn ja nicht aus dem Mixer trinken. Das wäre nicht so vorteilhaft, glaube ich. Und jetzt kann ich ihn hier noch verzieren. So, zumindest sieht es so aus. Genau, dann klicke ich einfach mal hier drauf. Das ist wahrscheinlich, ah, okay, da oben die Garnitur oder wie man das nennt.
Da nehme ich mal vielleicht was zum, genau, das Gelb-Orange hier. Das passt ganz gut zum Smoothie farblich. Dann gehe ich nach hier weiter. Ein kleines Schirmchen mit Strohhalm oder hier so Blumen mit Strohhalm. Das werden wahrscheinlich Kirschen sollen das darstellen. Die sind mir aber etwas zu bunt. Eine Erdbeere. Oh, Erdbeeren sind natürlich auch lecker. Die esse ich sehr gerne. Aber ich glaube, ich werde hier entweder die Blumen oder den Schirm nehmen. Ich finde so ein typischer, ist eigentlich so ein bisschen Cocktail eher. Also sieht eher nach einem Cocktail aus, aber ich glaube, ich werde das hier nehmen. Mit dem Schirm, das gefällt mir. Dann schau da mal weiter. Dann gibt es hier noch, ah, okay. Natürlich muss man zum Smoothie auch noch was Kleines dazu essen. Gibt es hier noch so Kekse, unterschiedliche und ein Stück Kuchen. Ja, das sind so wahrscheinlich hier so Cookies. Aber ich finde hier dieser Kuchen, der sieht sehr lecker aus. Wahrscheinlich wird es hier oben so Kirschpudding sein oder so. Kirschwackelpudding. Ich hoffe mal, weil das sieht echt lecker aus. So, und jetzt noch der letzte Schritt. Und zwar, genau, das passende Deckchen, damit das natürlich auch alles zusammenpasst. Hm. Rot passt natürlich perfekt zu diesem Kuchen. Rot-weiß, ja. Genau. Okay, gut. Jetzt gefällt mir mein Smoothie. Dann gehe ich mal auf Done hier unten. Und jetzt bin ich auch schon fertig. Genau. So. Das war's auch schon mit dem Let's Play. Jetzt habt ihr hier unten noch die Möglichkeit, wenn ihr es nochmal spielen möchtet, könnte, oder ich könnte es theoretisch nochmal spielen, mache ich jetzt aber nicht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Früchte-Smoothie. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen, auf einen leckeren Smoothie zu machen. Oder vielleicht auch, wie gesagt, als Vorlage und dann im wirklichen Leben es mal zu machen, in den Mixer anzuschalten und die ganzen Früchte hineinzuwerfen. Und vergesst auch nicht, den Deckel drauf zu machen, weil das wäre sehr wichtig. Ja, und wenn euch das Spiel gefallen hat und ihr es jetzt spielen möchtet, dann findet ihr den Link unter diesem Video, genauso wie den Link zu unserem Blog, wo der Game of the Day Artikel zu finden ist, passend natürlich zu diesem Spiel. Und ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim letzten Let's Play. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.